Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute live beim Reopening vom Why Not, der Club-Disco im Herzen Wiens. Und wir schauen gleich einmal, was hier abgeht. Noch ist alles ruhig. Werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Kannst du uns bitte das alte Why Not beschreiben? Weil viele Zuseher und Zuseherinnen wissen und kennen das alte Why Not nicht. Das alte Why Not war sehr puffig, um genau zu sein. Also es war eher sehr kitschig. Es waren Ledercouchen da, es war rot, es war gold, es war irgendwie sehr alt und sehr puffig. Was ist denn alles umgebaut worden? Das ist der erste Umbauschritt. Das ist eigentlich nur der obere Bereich gemacht worden, vom Eingangstürtel bis zum Klotürtel, alles. Und ja, das hat 4 Wochen gedauert. Ja, dann wird hoffentlich das Publikum das auch bewundern. Ja, ich hoffe auch. Aber was die Erfahrung mir zeigt, der Bernhard hat ja schon einige Lokale von mir renoviert und bis jetzt ist es immer gut angekommen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass das funktioniert. Kurze Zeit nach der Eröffnung hat sich das Lokal gefüllt. Schauen wir mal, wie die Stimmung ist. Ja, ich finde, es passt alles wunderbar zusammen. Allein wenn man reinkommt, es ist so stimmig, dass man sich einfach wohlfühlt. Es sind nette Leute rundherum, man kann mit allen reden, man kommt rein und es ist fein. Wunderbar, also besser könnte es gar nicht sein. An alle, die es interessiert, kommt rein und schaut es euch an, es ist wunderschön. Du bist gerade erst gekommen, oder nicht? Ja, gerade eben. Wie findest du die Stimmung bisher? Ja, super, sensationell. Es ist ihre heiß, ihre laut und ihre eng. Perfekt, oder? Ja, perfekt zum Leute kennenlernen. I come every time in this nightclub and was fucking amazing. Ja. That's why I got nothing. You have a piercing. Just a piercing, yeah. Oh, no. Ich liebe dieses Club. Also es ist richtig schwul geworden, muss ich sagen. Es ist sehr warm hier. Die Klimaanlage geht zwar, aber es ist wirklich heiß. Die Stimmung ist heiß. Ein bisschen heiß natürlich. Alle sind hier heiß. Und wirklich ein Traum. Traum wirklich. Wir sind perfekt, oder? Perfekt, ja. Man möchte meinen, es ist perfekt. Unten müsste noch ein bisschen was verfeinert werden, aber sonst... Jetzt schauen wir mal, was im tiefen Keller stattfindet. Hier gibt es noch eine Bar. Also wie wir jetzt sehen, es ist verdammt viel los mittlerweile. Und es wird hoffentlich noch mehr. We'll be right back.
Was ist deine Bindung zu Why Not? Meine Bindung? Die Mango Bar. Mango Bar, sehr gut. Zuerst Mango Bar, dann Why Not. Eigentlich mache ich eine kleine Promotion durch mit den herrlichen Damen. Und schaut, okay, wir schauen her. Schauen wir mal. Ja, ich erwarte meinen auf dem Abend, dass es einfach saugeil wird. Okay. How did you like the party? It is a nice club. My first time in gay club in Vienna. And I must say I enjoyed it. Yeah. It's nice public. Nice and different music. Die Stimmung ist einzigartig, Leute, ja? Herkommen, herkommen, herkommen! Je trouve que cet endroit est vraiment très plaisant. On peut vraiment s'amuser, il y a plein de beaux mecs, etc. Et c'est vraiment bien. Je recommande le Why Not pour tout le monde, pour tous les gays d'Autriche et d'Europe. On est tous au Why Not. Unglaublich toll die Atmosphäre drin, ja? Alle ziehen sich aus, ja. Das grüne Shirt will noch nicht, ja, aber es könnte. Aber wir sagen nur Danke bei Nord, ja, wie schön ihr das gemacht habt, ja. Unglaublich toll, Party geht an, ja, und wir machen Party, Party. Und jetzt zieht sein Shirt aus, ich schwör's, ja. Dankeschön.